Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Search. Ja, wir starten jetzt vermutlich die allerletzte Session und werden dieses Spiel dann erfolgreich beenden. Also ich will es zumindest hoffen. Und ich weiß ehrlich gesagt nur noch so ein bisschen, wo wir stehen geblieben sind. Also eigentlich nicht hier, das weiß ich noch. Wir sind nämlich mit dem Zug auf jeden Fall zurück zum Materialdepot gefahren. Fertigungskomplex B, Hauptstation. Meine ich doch, ist doch fast dasselbe. Und genau, ich war mir auf jeden Fall nicht sicher, was ich hier soll. Ich weiß auf jeden Fall, jetzt wird es wieder horrormäßig laut. So, hier ging es ja hoch. Achso, ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal diesen Shortcut hier freischalten. Und bums, immer wieder an dem lauten Bildschirm. Ein zertifizierter Führer wird sie dort. So. Soweit waren wir schon mal. Dann habe ich mich gefragt, was der Scheiß soll, was wir hier sollen. So, auf jeden Fall erstmal wieder uns hier hochhealen. Deswegen würde ich sagen, wir gucken jetzt mal eben. Hier stehen jetzt diese Typen die ganze Zeit rum. Warte mal, welches Kernlevel hatten wir nochmal? 75, ne? Mit 75 konnten wir auf jeden Fall da hinten diese eine Tür noch aufmachen. Das machen wir jetzt auch mal. Gott, wo war die nochmal? Wo war nochmal diese Türe? Die war doch da hinten, ne? Ja, ich glaube, ich sehe sie da auch. Würde ich sagen, wir gehen uns mal direkt dahin, gehen nicht über los, ziehen nicht $200 ein. Machen. Ach ja, moin. Da waren also nur zwei Nanokerne drin. Will nur eben was gucken, Leute. Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig, weil gerade so hier diese, also so Implantate, von denen ich denke, dass ich die sowieso nie benutzen werde, habe ich schon überlegt, ob ich die verschrotten soll, damit wir halt Upgrades davon machen können. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil wenn wir wirklich nochmal einen zweiten Run machen, könnten wir die natürlich gebrauchen. Na, wir lassen es erstmal alles so. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wo diese Dinger hier sein sollen. Diese Kerne. Vielleicht hier? Nee. Zerstörte Teile auch nicht. Alter, wie viele ich von diesen Boys zerlegt habe, ne? Krass, ne? Schemata ist es auch nicht. Nee. Hier vielleicht irgendwas bei? Nanokern? Nö, auch nicht so wirklich, ne? Na, nicht so wirklich. Naja, komm, wir kacken jetzt mal drauf. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. War hier überhaupt noch irgendwas? Zirkulationsturm. Na, da oben ist ja wieder der flammenwerfende Lutscher. Diese Roboter da unten kann man auch besiegen.
muss man sogar besiegen, wenn man diese komische Iron Mouse Dingens da haben will. Aber mir ist sie ehrlich gesagt egal. Es gab ja auf jeden Fall hier noch Sachen. Noch machen konnten. Gucken jetzt mal eben hier durch, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwas, was wir vielleicht noch öffnen können. Was ist das für ein Raum? Warum komme ich da nicht rein? War ich da schon mal drin? Na, wahrscheinlich, ne? Gucken wir, dass wir den Typen hier backstabben. Boing, 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 boing. So, da sind wir ja hier wieder in diesem Nebelgebiet. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, die jetzt hier alle zu boxen. Aber es gibt halt Dingens, ne? Altmetall. Boing, 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 boing. Okay, jetzt auch nicht so krass viel. Wisst ihr noch damals, als der Typ mir so krass auf die Eier gegangen ist, weil er mich so schnell down gekriegt hat? Alter, den habe ich ja direkt in einem zersägt. Ne? So, dann lass uns doch mal hier weiter gucken. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass Bock, jetzt hier jeden Scheißraum zu backtracken. Da oben weiß ich auf jeden Fall noch, was da war. Hier waren wir doch letztens auch schon. Bestimmt. Findet ihr Kryos Konsumgüter in Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt. Was du kleiner hässlicher Kryo. Die Forschung und Entwicklung von Resolve. Der Einsatz in unserer Atmosphäre hat für einzigartige Erfindungen gesorgt. Ihr kennt natürlich eure Ex. Ihr könnt natürlich eure Ex. Danke. Sollte man voraussetzen, dass man seine Ex kennt. So. Aber die ganzen Dinge habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust backzutracken. Ich weiß halt auch leider gar nicht mehr die ganzen Stellen, wo diese Dinger waren. Wo diese offenen Türen, beziehungsweise die geschlossenen Türen noch waren. So, ja, der steht da nochmal auf, ne? MK3.
MK3 ist aber im Prinzip ein Scheiß, ja. So, ne, warte mal, hier waren ja voll viele von diesen Idioten, ne? Bäh. Warte mal, wir lassen die mal da stehen. Hier war ja der Dude. Ja, dieser eine komische Boss da, ne? Da kamen wir ja auch quasi an dieselbe Stelle relativ schnell. Hatte ich nicht überlegt gehabt, ob ich mich einfach killen lasse, damit wir zu diesem Dings zurückkommen? Ja, ne? Ich meine, ich hatte sowas in der Art gesagt. Ich meine, ich hab sowas gesagt. Hier war doch dieses Dingens, ne? Recycling. Ah, da kamen wir dahin. Ich weiß gar nicht mehr. War da damals eine Tür, die wir nicht aufbekommen hatten? Da weiß ich auf jeden Fall, sitzt der Typ da hinten noch in der Ecke. Ah ja, halt's Maul. Geh einfach weiter. Da sind schon wieder zwei Lutscher. Hi. Okay. Natürlich alles herzlich gerne mit. Wow, wir sind jetzt ernsthaft einmal im Kreis gelaufen, ne? Oh, Leute, das ist gerade alles echt ein bisschen dämlich mit diesem Backtrack, ne? Warte mal, da war nicht mehr die Tür, ne? Oder? Also da ist eine Tür, aber hatten wir die schon aufgehabt? Da siehst du. Habe ich jetzt eventuell keine Lust drauf. Er will nicht springen, Mann. Kurz ins Essen, ne? Ja, gut, Dude, Alter, ganz ehrlich. Langsam ist mir das... Oh nein, nicht die Scheißstelle wieder. Mach's schwer zu atmen, Alter. Ist das Asthmatiker oder was? Ach, lol.
damals gar nicht aufgefallen, weil es damals wahrscheinlich auch gar nicht da lag. Ja. Ja, seid ihr leider zu langsam. Ich habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust. Ja moin, Alter, ey. Ich hau dir auch gleich in die Fresse. Ja, jetzt haust du ab, oder was? Nee, du, jetzt kannst du ganz ehrlich gesagt auch wiederkommen. Aua, gar nicht kurz hingeguckt. Hat original nichts Krasses gegeben, ne? Ah, gib mir mal eine Sekunde. Wir sind jetzt hier. Für die Schmelzroboter bestätigt. Aber was bringt's? Leute, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf Backtracking, Mann. Sag ich euch ganz ehrlich, ja. Hier steht ja wieder der Lutscher. Ne? Was geht? Aber hinter dem war auf jeden Fall auch wieder ein Medbay. Das weiß ich. Zumindest ein Shortcut dahin. Kommt der plötzlich her? Patrouilliert da. Also ich würde sagen, wir holen uns gleich erstmal wieder ein neues Level. Ist ja schon bei 75, das ist gut. Hier ist auf jeden Fall unser Medbay. Hallo. Hi. Geht. Keine Verbindung möglich? Ne, doch. Fehler. Ne, dann nicht. Verbindung zum Kommunikations... Ja, interessiert mich nicht mehr. So. Modul unterbrochen. Mal wieder den Bums hier abliefern. Mm.
Cerberus. Ach, warte, das war doch dieser Knecht da, ne? Kann ich ja nicht mit dem reden noch? Na, hier ist ja auch. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben kommen jederzeit wieder. Hier ist ja absolut Eskalation. Der Typ ist auf jeden Fall auch weg. Sie steht da auch nicht mehr. Da hinten die Tür, die hatten wir ja offen. Ach, guck mal, das Testing. Testing-Bums-Ding da. Kack. Ja, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust. Ach, der feine Herr ist schon da? Reif für den Schrottplatz. Okay, nice. Haben wir den Shortcut auch? Jetzt haben wir, glaube ich, alle, ne? Ne, eine Kammer fehlt noch hier. Die. Und die auch noch. Wo geht's denn dahin eigentlich? Stillgelegte Produktion gibt's also noch eine Kammer. Und unbekannt gibt's auch noch eine Kammer. Ja gut, was mich jetzt aber ehrlich gesagt gerade wahnsinnig interessiert. Was ich da übersteuern kann. Da war man nämlich auch noch nicht. Safe ist da irgendein Bullshit einfach. Das ist eh schon. Ja, den müssen wir leider machen, den Typen. Hallo, 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 schlag zu! Himmel, ja, schon zwirn doch mal. Ja, das gibt halt einfach nur diese fucking Nano-Kerne, ne? Ach, der feine Herr ist schon da? Reif für den Schrottplatz. Ich bin schon frisch für dein Gesicht. So, lass uns eben erstmal nochmal wieder ans Medbay. Sollen wir den Bums erstmal auch wieder abliefern. Alles wieder aufgefüllt. So, im Prinzip müssen wir ja nochmal zum Nucleus, ne? Also dafür brauchen wir die 80, die haben wir immer noch nicht, ne? Das ist natürlich richtig genial. Dann wir blicken ab. Wir verdienen es, zu existieren. Es gibt keine Götter als die, die wir schufen, und wir taten es stets in unserem Bild. Wir da unten eigentlich? Nee, ne? Okay, wahrscheinlich waren wir hier doch schon. Ja, da ist ja wieder... Ja, wir müssen das Ding ja rufen, ne? Achtung! Lastenaufzug unterwegs nach erste Etage. Fragt.
lag da unten gerade Loot. Schön, dich zu sehen. Fehler. Verbindung zum Kommunikationsmodul unterbrochen. Bitte vergiss nicht, Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität und sollte auch deine sein. Komm ich wahrscheinlich immer noch nicht durch, ne? Alter, diese Kameraführung manchmal. Da ist ja wieder der Dude. War ja der Shortcut, ne? Hatten wir da nicht letztes Mal diese übelste Jagd? Weil wir nicht wussten, wo dieser Raum ist? Maintenance. Ja, moin. Alles andere ist Arbeitsverweigerung. Hep und hep. Der hat noch was gedroppt. Und hopp. Und hopp. Kein Hopp? Nö, kein Hopp. Vorne ist ja auf jeden Fall wieder der Knecht. Hup, hup.
So, dann rufen wir als erstes mal wieder diesen hübschen Elfzug. Achtung! Leistenaufzug unterwegs nach zweite Etage. Betankung. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Leute. Komm jederzeit wieder. Also, da hinten sind wir schon alles abgegangen. Da sind wir auch eigentlich alles abgegangen. Da war ja auch nicht mehr wirklich irgendwas. Warte mal, sind wir wirklich alles abgegangen? Warte mal, wir hatten doch diesen komischen Einweg da, ne? Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ah, beruhigt euch doch mal alle jetzt. So, genau, da war ja das Vieh. Und da hatten wir alles fertig gehabt. Moment, lass mich mal eben überlegen. Nee, das war nicht die Area mit diesen Dingens, ne? Nee. Komische Scheißvieh. Nochmal. Ich weiß, wir sind auch schon über der Zeit. Genau, und dann kam ja dieser Zug. Genau. Toll. Dann kam ja dieser komische Zug schon. Ja, geht's denn hier noch irgendwo weiter vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, Mann. Ich bin mir gerade absolut unsicher. Geht's vielleicht hier unten weiter? Ja, das sieht so verdächtig aus, als wenn es da auch weitergeht. Komm. Wo ist das? Okay, da geht's nicht weiter. Ha!
Aber in der nächsten Folge, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Dann werden wir uns diese Stelle nochmal zu Gemüte führen und mal schauen, ob das da vielleicht dann der Weg ist zum Endgegner. Ich will es auf jeden Fall hoffen. Naja, bis dahin, haut auf jeden Fall rein. Cheerio.